Sie sind der Feind jedes Gärtners. Es gibt bisher nur ein wirklich wirksames Mittel gegen Schnecken, das nicht giftig ist. Und das kommt aus Schleswig-Holstein. Die Kielerin Nadine Südow hat 2016 Schnecksagon auf den Markt gebracht. Einen Anstrich mit ihrer patentierten ölhaltigen Lösung können die Schnecken nicht überwinden. Man braucht nichts weiter als einen gewöhnlichen Pinsel und irgendetwas, was höher ist, als eine Schnecke sich strecken kann, weil sie ja nicht springen kann. Und wir können dann zum Beispiel an der oberen Kante, wie ich empfehlen würde, einfach Schnecksagon auftragen. Es ist erstmal weiß, trocknet dann aber durchsichtig. Und die Schnecke kann dann bis hier oben hochkriechen, aber kann hier dran nicht mehr kleben. Und wenn der ganze Topf auch noch so einen kleinen Überhang hat, dann hält der Anstrich auch die ganze Saison. Ansonsten hält er so 5-6 Wochen, bis der Regen die Wirkstoffe ausgewaschen hat. Nach ihrer Masterarbeit gründete die Biologin direkt ihr eigenes Unternehmen, die Solvoluta GmbH. Der Ideenwettbewerb des Landes war dafür der ideale Start. Das war der Moment, in dem wir das erste Mal ernst genommen wurden, in dem mir so viel Mut gemacht wurde von so vielen Seiten. In diesem Zuge haben wir ein Preisgeld bekommen in Höhe von 5.000 Euro, was genug war, um unsere Testgärtneraktion durchzuführen, wo wir unseren Prototypen an 500 Gärtner kostenlos ausgeben konnten, die uns dann ihr Feedback gegeben haben und uns gesagt haben, wie wir ein Produkt machen können, das sie auch wirklich benutzen würden. Für die junge Unternehmerin ist Kiel ein guter Ort für neue Ideen. Gründer finden hier viele Möglichkeiten zum Austausch. Inzwischen gibt es eine richtige Startup-Kultur. Es gibt das Starter Kitchen, es gibt den Open Campus, es gibt Veranstaltungen vom Zentrum für Entrepreneurship, es gibt den Startup Friday, es gibt Festivals, das Waterkant-Festival ist ja jetzt auch neu in Kiel. Und langsam entwickelt sich da ein richtiger Kult um die Kieler Denker und Erfinder. Ein Jahr nach der Einführung ist Schnecksagon schon in über 800 Märkten und 5 Ländern erhältlich. Und Nadine Südow hat noch mehr Ideen für umweltfreundliche Schädlingsbekämpfung ohne Gift. Dieses Mal wird es um einen ungiftigen Unterwasserschutzanstrich gehen, ein sogenanntes Antifouling. Das soll verhindern, dass sich zum Beispiel Seepocken auf Schiffen festsetzen können. Und dann wird es nicht mehr heißen Schnecksagon and the Schnecksagon, sondern Poxagon and the Seepoxagon.